Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Season Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, ich werde erstmal auf dem Kalender gucken, ob irgendwas ansteht. Also, wir haben heute Mittwoch den 4. Frühlingstag. Heute steht nichts auf dem Programm. Aber ich denke auch mal, das Spiel wird sich so langsam dem Ende widmen. Eigentlich sind wir ja nur noch dafür da, dass wir diese Aufgabe mit dem Blattspinat oder Herzspinat, den wir brauchen, noch erfüllen. Und wir haben jetzt schon über 300 Folgen hier in Story of Seasons gesteckt. Und es gibt ja bald wieder ein paar neue Let's Plays, die wir starten werden. Darunter zählt zum Beispiel The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom und natürlich dann im Sommer das neue Story of Season. So, wollen wir mal alles einsammeln hier. Wir werden natürlich noch 1, 2, 3 Folgen wird es wahrscheinlich noch geben. Frühling, Herbst. Nee, das ist Frühling. Sommer, Sommer, Herbst. So, die Melonen, die kommen ja eh woanders hin. Und hier sind wir im Winter. So, dann kann ich das alles in meine Kisten packen. Sehr gut. Also Frühling, das kommt dahin, die Paprikas kommen im Sommer, dann haben wir was für den Herbst und wir haben sogar noch was für den Winter. So, und die Melonen, die kommen natürlich dann in die andere Kiste, beziehungsweise da ins Gewächshaus. Dann habe ich doch ganz glatt hier meine Marmelade vergessen, die ich als erstes schon verkaufen werde. Wir könnten natürlich die auch mal verkaufen, aber ich heb mir die lieber für was anderes auf. Und heute fangen wir mal ganz anders an. Da gehen wir mal zuerst hier hinten zu den Hühnchen, weil die wollen ja sowieso raus bei dem schönen Wetter und das können sie auch gerne machen. Aber die Eier schnapp ich mir. Wir haben 5er, 8er und der Rest müsste eigentlich 10er Eier sein. Na, 6er sind auch noch dabei. Ich frage mich, wer die 10er Eier produziert hier. Das Hühnchen müsste eigentlich in den anderen Stall, wo die 10er Eier drin sind. Muss ich mal schauen, ob ich das mal ummodeln kann. Dann gucken wir mal ganz schnell bei unseren Alpakas hier rein. Ich denke mal, oh ja doch, die wollen geschoren werden. Na, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Wir brauchen ja keine Spezialwolle mehr. Euch geht's gut, den Kleinen. So, aber die Wolle nehme ich natürlich mit. Ich glaube, ich brauche die halt auch nicht immer pflegen oder so, weil die fühlen sich dann trotzdem wohl, vor allen Dingen wenn sie hier nach draußen können. So, und Honig ist fertig. Honig ist sehr gut. Hätte ich eigentlich gleich 1, 2, 3, 4 mal Blümchen mitnehmen können. Mal sehen, ob ich hier noch welche drin habe. Habe ich natürlich keine Blumen mehr drin. Großartig. Ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, Pilze sind auch fertig. Ja, Pilze, Honig. Ah. Hallo, warum? Ach, der hier hat noch. Okay. Habe ich das jetzt alles mitgenommen? Na gut, dann ist das erledigt. So, warte mal, dann packen wir erstmal hier unseren großen Honigfertiger rein. Dann müsste das... die Sporen kann ich mitnehmen. Die kann ich auch mitnehmen. Und hier habe ich sogar gar keinen Honig mehr. Na gut, dann läuft das alles über den großen Fertiger. Ist in Ordnung. Dann haben wir 8 von denen. Machen wir mal die anderen. Und ich muss auf jeden Fall Blümchen mitbringen. Ich muss Blümchen besorgen. Dass ich wieder Honig machen kann. Dann müsste der Honig hier unten eigentlich auch fertig sein. Habe ich noch ein bisschen Platz? Ich habe noch ein bisschen Platz. Das heißt, bevor ich die Blumen hole, kann ich natürlich hier auch noch zu meinen Büffeln gehen, ne? Die wollen auf jeden Fall auch gemolken werden. Da müsste es auf jeden Fall auch ein bisschen unterschiedliche Milch geben, aber damit haben wir das dann erledigt und dann schauen wir mal, was der Spinat macht, ob der schon fertig ist, ob wir überhaupt mal einmal Herzspinat bekommen. Bis jetzt habe ich ja noch gar keinen Herzspinat bekommen, aber ich brauche den halt für die Aufgabe. Gott sei Dank brauche ich da nur 5 Mal, aber ich habe halt nicht so viele... Ich habe halt nicht so viele,
Ah, kann ich die Blumen sogar schon... Ne, die sind noch nicht offen, ne? Lass mich mal durch hier. Ne. Die Blumen brauchen noch ein bisschen. Das kann ich mitnehmen. Was ist denn das für ein Samen? Ist das vielleicht sogar... Ah, Winter. Naja, gut. Da ist Ananas drin. So, warte mal. Hier kommt Winter rein. Und dann nehme ich mir auf jeden Fall die 4-10er Blumen, die 4-10er Rosen mit. Hier unten kommt dann auf jeden Fall die Melonensamen rein und die Ananassamen. Und dann kann ich theoretisch gesehen schon den Honig hier oben auch wieder ansetzen, dass der läuft. Ich kann natürlich mit meinem Einhorn mal reiten hier, ne? Ah, da komme ich nicht durch. So, habe ich auch nur 4 mal? Ich glaube, ich habe nur 4 mal, ne? Mach mal hier Rosen rein. So, und hier laufe ich immer vorbei an dem ein. Wunderbar. Also, Honigproduktion läuft. Jetzt werde ich auf jeden Fall auch meine Eier los und meine Milch. Und dann denke ich mal, der andere Honig müsste ja auf jeden Fall hier unten auch fertig sein. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen... Ob wir da vielleicht ein bisschen was anderes noch rausbekommen. So, warte mal, was packen wir denn hier rein? 5x 9er Milch. Die packen wir komplett hier rein. Ja, komm, die 2 5er Eier können weg. Da kann ich was Neues mitnehmen. 2x 10er Milch habe ich sogar. Die packen wir hier rein und hier packen wir die 8er Eier rein. So, das, das, das. Milch, Milch. Okay, der Honig ist auch fertig. Da brauche ich dann 6x neue Blümchen. 6x neue Blümchen. Oh, hallo Bär. Hier wird es langsam ein bisschen eng hier auf der Farm. Ich hätte vielleicht doch ein paar größere Gehege machen sollen. Irgendwann mal. So, das müssten alles nur 10er Eier sein. Jetzt müsste ich natürlich das Hühnchen da reinkriegen, was hier uns 10er Eier beschert, was in dem anderen Stall ist. Ah, aber das... Ja. Ist halt so eine Sache, ne? So, die Hühnchen sind draußen. Dann kann ich hier auf jeden Fall... Oh, 16 mal Mayonnaise. Es gibt, glaube ich, 32 mal Mayonnaise, wenn mich nicht alles täuscht. So. Kaninchenfell bekommen wir auch 3 mal. Unsere Babyziege ist noch nicht so weit. Wir haben halt ziemlich viel zu tun irgendwie. Aber wenn wir dann hier auf immer... Wenn wir hier dann auf einmal wieder rum sind, dann wird es natürlich nochmal gestriegelt werden. Nee, nicht streicheln. Einfach nur schoren. Ah, scheren. Naja gut, das, wenn das als erstes rauskommt, ist das alles okay, dann kann ich das noch... Na, kommt natürlich nicht als erstes raus. Ist in Ordnung. Und hier kann ich sowieso nichts reinpacken. Also muss ich... Die Milch, die Eier sind gleich gut weg. Also ich brauche 6 mal Blumen und die Pilze hier müssten eigentlich auch fertig sein. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 mal. Habe ich sogar 7 mal rausbekommen. Sehr gut, dann kann ich auf jeden Fall die Sporen und die Sporen hier reinpacken und dann machen wir hier gleich nochmal. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier 6 Blumen rausbekomme. Das sind 2, das sind. Na, machen wir die und die. Das sollte eigentlich klappen, was den Honig angeht. 1 mal, 2 mal. 3 mal, 4 mal und noch ein bisschen Tulpe. Da kommt, glaube ich, nur Standardhonig raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, das ist egal. Ich habe noch einiges an Honig. Und wie viel Honigverarbeiter habe ich? Oh Gott, ich kann hier 10 reinpacken. Hier 10 reinpacken.
Da kann ich 10 reinpacken. Und was haben wir noch? Wir haben noch 7. Kommt das dahin? Dann kommt das dorthin, das dorthin, das dort. Moment. Hier habe ich noch ein bisschen pinkfarbenes. Und hier oben habe ich auch noch 2 Honigfertiger. Da kann ich die auch nochmal aufteilen. Da geht es da ein bisschen schneller. Jetzt ist natürlich in der Zeit die Marmelade noch fertig geworden. Dann habe ich hier noch. So, kann ich wieder Erdbeermarmelade machen. Und der Rest wird verkauft. Gibt es denn bei den Pilzen knapp 300? Entschuldigung. Ich musste gerade ein bisschen niesen. Wir haben heute auch noch nicht so viel verkauft, muss ich sagen. Mit Rainer haben wir auch noch nicht gesprochen. Okay, ich würde sagen, wir fangen wieder hier hinten in unserem anderen Garten an. Es gibt halt nicht in jeder Folge was zu tun, deswegen. So, den Chinakohl. Was haben wir denn hier? Reis. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Der kommt natürlich in den Herbstgarten rein. Da, wo eigentlich mein Spinat, glaube ich, ist. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, hier war der Reis drin, ja. So, da ist nix, da ist nix, da ist nix. Sehr schön. Spinat haben wir. Und wir haben sogar 3-mal Herzspinat bekommen. Sehr gut. Also das hier rein. Das hier rein. Herzspinat. Ich brauche 5-mal. Das heißt noch 2-mal. Wir packen hier 3-mal Spinat rein. Da kriege ich auf jeden Fall. Wie sind es den eigentlich eingesammelt? Ne, den Herzspinat, den heben wir uns auf jeden Fall gleich auf. Das passt schon. Hier habe ich ja noch 2-mal angepflanzt. Ah, hier kann ich irgendwas ernten. Was kann ich nie ernten? Hä? Welcher Baum ist denn hier fertig? Kann ich den. Nee. Oliven. Moment, habe ich hier Olivenbäume drin? Nee. Oliven habe ich. 3 Bäume habe ich mit Oliven. Ah, das sind ja schon 10 Oliven. Okay, die sind schon gut. Wunderbar. So, dann gehen wir erstmal zurück zum Hof und bringen definitiv den Herzspinat in Sicherheit. Aus den Oliven kann ich, glaube ich, Öl machen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich da mehr Geld bekomme als. Mal schauen. Das ist, glaube ich. Ja, guck mal, hier haben wir 12 von denen. Machen wir gleich 10-mal und dann kommt in die Kiste. Oh, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall zu Rena. So, den Herzspinat hebe ich auf. Hier ist nichts mehr drin. Da ist noch was drin. Und ich glaube, hier vorne in der Fischkiste ist sowieso nichts mehr drin, genau. Müsste man theoretisch gesehen noch schaffen. Hoffe ich doch, dass wir das noch schaffen. Ich schwinge mich mal auf mein Moped und dann fahren wir mal zum Museum und ich hoffe doch wirklich, dass das bis um 6 ist oder bis um 5. Heute ist auch nicht Donnerstag. Also bis um 5 würde definitiv ein bisschen knapp werden. Aber vielleicht haben wir ja Glück. So schnell voll geht's ja nicht. Dann kann ich nämlich zumindest noch ein bisschen was verkaufen. Ja, ist noch da. So, dann kannst du mal ganz schnell hier meine Gegenstände begutachten, Rainer. Und da muss ich dir auf jeden Fall noch was geben. Also einen Juwelenring kannst du auf jeden Fall auch bekommen. Alte Seife. Oder alter Stiefel. Ich glaube, alter Stiefel. Davon kann ich aber, denke ich mal, auch nichts im Museum weiter spenden. Ich probiere es einfach mal, aber das müsste ich alles schon. Das müsste ich alles schon haben. Flexiblen Stoff brauche ich eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der mir hier Haufen Kleider macht. So, ich glaube noch einmal, dann müssten wir durch sein. Ja, das ist der letzte. Sehr gut.
So, ein Amulett. Ein Medaillon. Na dann würde ich doch sagen, du bekommst das Medaillon, mein Schatz. Oh mein Gott, bist du sicher, dass ich das haben darf? Natürlich. Und hier schauen wir mal, ob wir da was spenden können. Aber da ist nichts dabei. Okay, wir könnten natürlich nochmal zum Rathaus schauen, ob wir da vielleicht... hatten wir nicht irgendwas freigeschaltet? Ich weiß gar nicht, ob wir komplett überall Stufe 10 sind. Ich glaube, beim Angeln, da fehlt noch ein bisschen was. Dann kann ich hier vielleicht gleich was aufgeben. Nein, 5-mal Herzspinat und eine Krabbe. Regenbogen, was bekomme ich denn da? Oh, Rosensamen. Stimmt, beim Gärtnern habe ich was bekommen. Kann ich im Herbst pflanzen? Nehme ich mit. So, wir können natürlich nochmal hier reinschauen. Wie sieht es denn aus? Angeln brauche ich noch. Oh, kochen müsste ich auch noch. In Kommunikation bin ich Stufe 9. Haben wir ja doch noch ein bisschen was zu tun, denke ich mal. Und es ist schon wieder richtig spät heute. Naja, ich kann in den Frühlingsgarten und in den... Obwohl, das könnte ich mir vielleicht fürs nächste Mal aufheben. Das könnte ich mir theoretisch gesehen fürs nächste Mal aufheben. Brauche ich auch nicht alles. Das, die Rosen behalte ich mal, die Samen. Dann schaue ich mal hier hinten noch. Da müsste ja eigentlich auch noch einiges fertig sein zum Verkaufen. Pflanzen habe ich ja in der anderen Kiste da drin. Was ist das denn hier? Ach, ein Hühnchen sitzt da vor. Na! Sollst mich da reinlassen. So, Ei und 4-mal Milch. Okay, also. Ei und 4-mal Milch, was haben wir denn da? 6er und 2 Dreier. Ich mach mal die Dreier und die 5er weg. Und die 6er auch noch. Ah, da kann ich nochmal Ei machen. Ah, da brauche ich Eier. Okay, da habe ich, mich mit der Milch vertan. Kann ich die 6er Eier wegmachen. So, das haben wir. Das läuft alles noch. Das könnte ich natürlich auch noch mitnehmen. Dann mal ganz kurz hier gucken, wie es in unserem Gewächshaus aussieht. Da dürfte nichts fertig sein. Da hinten hatte ich was anderes angebaut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den Frühling und um den Sommergarten dann in der nächsten Folge. Aber das hier kann ich alles mitnehmen. Da kann ich zumindest ein bisschen Stoff draus machen. So, und den Rest kann ich hier reinpacken. Also das dort rein. Was brauchen wir denn dann noch? Wir haben den hier gar nicht mehr. Das ist Garn. Das mache ich, glaube ich, aus normalem Gras, oder? Habe ich aber auch nicht mehr so viel. 30 brauche ich da immer. Dann müsste ich meine Dinger noch voll kriegen. Oh, dann sind sie alle. Eins habe ich noch. Ein einziges Gras habe ich noch. So, die Blumensamen müssen noch weg. Aber ich hole mir erstmal den Honig hier oben ab. Lass mich durch die Tür. Okay, wie oft habe ich gekriegt? 12-mal Arbeiterinnengelee. Meine Tiere gehen ja alleine rein. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt gucke ich nur, dass ich die Rosensamen loswerde. Hier sind Diamant fertig. Sogar 2, glaube ich. Naja. Und Rosensamen packe ich mal da rein. Und dann... Hallo, ich wollte mir die Mayonnaise noch mitnehmen. Die ist doch gleich fertig. Jetzt ist er fertig. Zumindest, okay, 6 Stück. Einmal Milch kann ich auch noch reinsetzen. Dann nehmen wir... Ich hätte vielleicht die 5er Milch nehmen sollen. Naja, gut.
egal, dann schauen wir hier oben. Der Honig müsste auch fertig sein. Der ist wohl noch nicht komplett fertig. Ah, hier ist nur so eine Stelle, da ruckelt es ganz schön. Sieht's denn hier aus? 91 nur noch. Das heißt, ich brauche komplett Gras. Passt sogar komplett rein hier. Und da unten kann ich, wenn ich das richtig sehe, sogar noch. Habe ich da noch Spinat hier? Nein. Tee habe ich hier noch. Chinakohl, Herzkartoffeln. Das ist alles 10er hier drin, bis auf die Dinger. Bis auf die Kletten. Ja, komm. Mache ich die 10er Kletten noch, obwohl die habe ich ja hier noch. Packe ich die auch noch da rein, habe ich zwei Makletten, da kann ich die zumindest verarbeiten. Hier wäre auch noch mal, oh, da ist auch noch mal fertig. Dann mache ich hier, was haben wir denn hier noch Schönes? Wow. Ah, die zwei dicken Rettiche, die hebe ich lieber auf. Mach mal die neuen Tomaten noch, ja. Das war bei denen, ne? Und die waren, glaube ich, hier im, ja. So, sehr schön. Ach, das macht Spaß. Jetzt kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Ach, die Waffen oder die Werkzeuge wollte ich da nicht verkaufen. Aber das hier alles. Na, knapp 60.000. Ah, wenn ich die verkaufe, na gut, das ist alles nur einmal. Das ist jetzt nicht so die Welt. Orikalkus habe ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Biegsames Holz auch nicht. Was habe ich denn am meisten eigentlich hier? Ich habe Haufen, ja, Steine habe ich hier ein bisschen drin. Ich könnte auf jeden Fall mal, ja, ich kann das Eisen noch verkaufen. Da brauche ich definitiv nicht so viel. Da kann ich nochmal 500, kann ich nochmal 500 weghauen. Da sind die letzten zwei Slots auch belegt. Was bringt ein Eisen eigentlich? 22. Oh, naja, aber dafür, dass es 600 waren, lohnt sich das dann auch wieder. Das Öl ist noch nicht fertig, das braucht auch alles noch. Gut, dann können wir ins Bett gehen, die Folge beenden in der nächsten Folge. Also nächste Woche schauen wir uns dann auf jeden Fall den Frühling und den Sommergarten an. Silke, du musst es mir verraten. Wie bringst du dein Obst dazu, so gut zu schmecken? Ich kann einfach nicht mehr ohne dem leben. Ein bisschen Liebe und ein bisschen Dünger und dann passt das. Morgen ist nichts, da ist zwar nur ein Geburtstag, aber unsere Mia schläft, ich gehe ins Bett. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mal sehen, vielleicht schlüpft ja noch ein Tierchen oder wird geboren. Jetzt haben wir 72.000, passt. Okay, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Oder? Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.